Und hier eine Runde Frühsport. Auch hier gibt es Tänzer. Noch eine zweite Gruppe. 不错. Hi, 你好. 你家在哪里? 在德国. 德国? 哎呦, 那是个伟大的国家呀。 还行吧。 哦, 你在这儿干啥? 我旅游。 旅游? 我今年冬天毕业了, 现在要打算入博士。 哦, 但是在德国找到一个专升博士治疗比较难。 我上研究我中汉的牙齿，对，看来你中国话说的不错呀。还行，真的好，真的好。那是他的标准。哦，对，标准。大部分是在德国学的，但是中间呢，我们的学的大多数是外语，所以我的口语还可以。还可以，不过中国多民族国家，他的那各自发音都不一样，只有你说的他普通话，哎，普通话。 他们各自都说的话不一样，对吧？好，好，好。老乡，老乡，我还小呗。也去表示别动员，你知道吗？人家不能动员，那别把这。啊，看人你就知道了，意思。该来换你们。我这别动，我说。该来换，说嘛。我把车换一下。嗯。 Ja, auch Stockkampf wird hier geübt. Der Herr Mann hat leider gemerkt, dass ich ihn beobachte. Der aber macht trotzdem nicht anders als sonst. Eigentlich sind hier zwei Leute, die Stockkampf machen. Der eine steht gerade rechts außerhalb des Bildes. Aber der lernt gerade von dem, der es hier gerade vormacht. Und ich glaube, es ist ihm einfach ein bisschen unangenehm, dass er es noch nicht so kann und dann möchte er nicht so gefilmt werden. Okay, jetzt scheint er fertig zu sein, dann hören wir auch mal auf. Auch ganz typisch für das chinesische Straßenbild sind Leute, die abends nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo einfach Boxen hinstellen, Musik laufen lassen und dann tanzen. Die treffen sich dann immer in Gruppen und haben dann irgendwelche Choreografien einstudiert scheinbar. Und ja, das sieht man eigentlich alle Nase lang. Ich zeige euch gleich noch eine zweite Gruppe, die ist irgendwie 50 Meter weiter. Gehen wir mal zur nächsten Gruppe. So, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich bin einfach mal eine Gruppe weitergegangen. Hier läuft dann entsprechend andere Musik. Es ist irgendwie scheinbar so, dass es dann verschiedene Arten von Musik gibt und man sich dann einfach einer Gruppe anschließen kann, je nachdem, wo einem der Stil besser gefällt. Das hier sieht irgendwie teilweise aus wie eine Mischung aus Tai Chi und Tanz. Und apropos Tai Chi, könnt es vielleicht auch richtig aussprechen, wenn ich schon Sinologe bin, Tai Chi.
Das Ganze kann man auch sehen, allerdings meistens eher morgens. Morgens gibt es auch Tanzgruppen. Ich gucke mal, ob ich es morgens früh schaffe, früh genug aufzustehen und dann irgendwie ein Plätzchen zu finden, wo auch Tai-Chi geübt wird. Und Aufbruch.